Heute nehme ich euch mal mit zu den Kugelspringern. Das liegt nämlich hier ganz idyllisch im Wald. Es ist so ein alter, vermoderter Baumstamm und da gibt es wirklich alles zu filmen. Kugelspringer, Milben, Spinnen, Ameisen, die ganze Palette. Das ist total klasse hier. Und es ist einfach ein schönes Ambiente. Ich baue jetzt mal das Setup auf. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich den Kugelspringer vom Baumstamm hier vor die Kamera bringe, weil er sitzt ja nicht automatisch direkt vor der Linse. Und mir ist es immer wichtig, dass man die Insekten nicht großartig stört und nicht verängstigt, sondern dass die wirklich so natürlich wie möglich aufgenommen werden. Und da habe ich jetzt hier so ein kleines Stöckchen. Und ich habe festgestellt, wenn man sich dem Kugelspringer ganz vorsichtig nähert, hier ist schon einer. So, und wenn ich jetzt ganz vorsichtig bin, dann springt er auch nicht weg. Der hat nämlich so eine Sprunggabel und normalerweise springen die sofort weg, wenn sie sich bedrängt fühlen. Aber, wie gesagt, wenn man ganz vorsichtig ist, genau, jetzt ist er aufgestiegen. Jetzt kann ich ihn ganz vorsichtig hier vor die Kamera setzen. Und er lässt sich auch gar nicht stören, der grast jetzt hier ganz normal weiter und ich kann ihn filmen. Das probieren wir jetzt mal. So, jetzt habe ich hier den Kugelspringer vor der Linse. Man kann ihn hier gut sehen. Ich habe jetzt hier den externen Monitor, da kann ich ihn noch viel besser sehen, weil da kann ich ihn vergrößern. Die Laowa 25 habe ich jetzt auf den Maßstab 5 zu 1 gesetzt, also die fünffache Vergrößerung auf dem Vollformatsensor. Und vorne ist noch ein kleines Ringlicht. Schauen wir mal, ob man den Kugelspringer noch mal hier sieht. Also wirklich sehr winzig. So, und jetzt kann der hier auf dem Stöckchen performen und ich kann ihn filmen. Und so sieht dann der Kugelspringer auf dem Film aus.